Freunde, hier ist der Pulli. Oh mein Gott, einfach auf Slimfit angelehnt. Der Leute, was geht ab? Maximilian am Start und ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Liebe Leute, ich kann euch endlich erlösen. Bald ist es geschafft. Ich kriege sehr viele Anfragen auf Instagram. Kurz hier abchecken, wann es endlich weitergeht mit dem Format Offenheit oder Off-White. Mit 8. Februar ist es endlich soweit. Der Lockdown ist vorbei und somit kann wieder auf die Streets gegangen werden. Innovative Formate werden folgen. Also bleibt auf alle Fälle gespannt und supportet auch das, was noch bis dahin folgt. Denn YouTube-Algorithmus gönnt nicht nach einer Woche Urlaub, also hoffentlich Glocke abonnieren und immer abchecken, welches Video online kommt. Heute mit einer Reaction, liebe Freunde. Mir wurde auf meinem Feed irgendein Video angeboten von irgendeinem 16-Jährigen mit einem 10.000 Euro Unboxing. 465 Aufrufe, also anscheinend noch ein relativ kleiner YouTuber und kann sich jetzt schon solche Dinge leisten. Bin gespannt, was da abgeht. Freunde, übrigens, wenn ihr Reaction feiert, ihr wisst Bescheid, unten in der Infobox verlinkt, mein Reaction-Kanal, kommen 2 Reactions täglich, also schaut auf alle Fälle rein. Max Trillion heißt der Kanal, also wieder mal sehr kreativ in der Namensgebung. Wir schauen rein, here we go. Okay, Audio komplett am Arsch, das können wir jetzt schon mal feststellen. Also meine Damen und Herren, ich wünsche erstmal alle Bürger aus diesem Land und habt eine tolle Infektionszeit. Was heißt, wie geht's auf Spanisch? Hola! ¿Cómo estás? Español! Guten Tag, das ist mein lieber Freund Ronny. Jo Freunde, ich hoffe alles klar bei euch. San mein Name. Heute gibt's ein fettes... Was geht's an? Fettes Unboxing? Ich bin gespannt. Pack Opening, wie ihr schon am Thumbnail sehen konntet. Wir fangen mit dem günstigen an und steigern uns immer und ich erzähle euch immer was zu dem Produkt. Let's go. So Freunde, wir kommen zu... Yeezy 350. Freunde, wird das ein Comedy-Video? Wer holt sich jetzt noch Yeezy 350? Zum ersten Piece und zwar ein Yeezy, Freunde. Viele kennen ihn. Warum steht die 300? Ich weiß jetzt schon, ich bin auf Clickbait reingefallen. 50, Freunde, ich weiß auch nicht. Ich weiß auch nicht, liebe Freunde. So. Ah, okay, es ist wirklich einer drin. Der Schuh aus. Der Schuh ist wirklich ein ganz solider. Sehr bequem, lässt sich ganz gut anfassen. Hat auch eigentlich ordentlich... Das könnte auch ein Unboxing von Leon sein. Richtig feinen Schuh, muss ich sagen. Preis 220 Euro, Freunde. Damals, wie ihr schon wisst... Damals haben Yeezys ungefähr 900 Euro gekostet. Warum? Weil der Hype da war, liebe Freunde. Jetzt ist kein Hype da. Dann so das gleiche wie mit dem Vintage Spinner. So sieht es dann auch aus. Mit was für einen Spinner? Dann so das gleiche wie mit dem Vintage Spinner. Vintage Spinner, man kennt's. So sieht es dann auch aus mit limitierten Schuhen, liebe Freunde. So, kommen wir mal zum nächsten Piece. So, Freunde, was glaubt ihr, was sich... Eine Geldbörse. Mein Guess, es ist eine Geldbörse. Hinter diesem Piece verbirgt, Freunde. Ich öffne mal. Was verbirgt sich hinter diesem Piece? Ja, vermutlich der Sun. Verpackung Nummer 1. Verpackung Nummer 2, liebe Freunde. Und ich öffne das Ganze mal. Hier noch. Oh, Air Dior, wild. Von welchem Plug hat er das bekommen? Nochmal ein paar Nahaufnahmen, Freunde. Hier handelt es sich um eine... Ja, am besten verkehrt in die Kamera halten, Bruder. Safe. Um ein Air Dior Portemonnaie, liebe Freunde. Ich öffne das Ganze mal. Und der Geruchstest. Ganz, ganz wichtig. Das ist echtes Leder, liebe Freunde. Dieses Portemonnaie gibt es in Deutschland ca. 30 Mal. Weltweit wurde es ca. 200 Mal produziert und ist wirklich sehr selten. Warum, liebe Freunde? Das ist Dior X Jordan. Ihr kennt ja bestimmt die Schuhe davon. Ja, aber außer, dass da Air Dior draufsteht, nicht so wirklich was Besonderes, oder? Was meinst du hier? Da gab es mal einen großen Hype. Hier ist ein Bild eingeblendet, liebe Freunde. Und das ist die Klamottenkollektion davon, Freunde. Freunde, dieses Portemonnaie hat einen Marktwert von 950 Euro. Kommen wir mal weiter, Freunde, zum nächsten Artikel. So, Freunde, wir kommen jetzt zum nächsten Piece. Das ist für Leute, die Schmuck feiern, Freunde. Und zwar 3, 2, 1. So. Auch von Air Dior, oder was? So, Freunde, wir haben hier die Air Dior Kette, liebe Freunde. Und zwar, okay, krass. Das ist 925er Silber. Hier steht ganz klein Dior drauf, als ob es Leute jucken würde. Aber die Details machen es aus, liebe Freunde. Wir kommen zum Preis. Kennt denn jemand von euch? Ich habe noch nie was von dem gehört, aber einfach mal mit einem 10.000 Euro Unboxing am Start.
Was hat der für Videos? Ja, vor 4 Wochen. Okay, noch nicht lange auf YouTube am Start. Mit Denison ein Video. Denison haben wir ja vor kurzem erst reagiert. Okay, bin gespannt, Freunde. Klärt mich gerne auf unten in den Kommentaren. Gleich auch genauso streng limitiert, liebe Freunde. Hier nochmal ein paar Nahaufnahmen, wie die von vorne und hinten aussieht, liebe Freunde. Freunde, vom Preis her liegt diese Kette bei ca. 1600. Dürfte anscheinend ein Kumpel von Gucci Potter sein, wenn er da so ein Porträt von Emma Watson am Start hat. 100 Euro, liebe Freunde. Und was soll ich zu dieser Kette sagen? 900. Am besten nichts. Silber. Freunde, glaubt mir, die Produktionskosten sind maximal, wenn man seinen Mitarbeiter mega gut bezahlt. Ja, das kennen wir von Louis Vuitton, ist das natürlich auch. Bei Louis Vuitton ist das genau das Gleiche. Schmuck wird da meist viel teurer verkauft, als das, was es eigentlich wert ist. Zahlt man eben die Marke mit. Teure Location hat maximal 100 Euro. Das Silber 925er, so leicht krass, wie es ist, würde ich mal schätzen auf 30 Euro maximal. Und die Verpackung, die Lieferkosten etc. pp. Machen es dann halt wieder aus. Also wirklich, Freunde, 1600. Lieferkosten einfach bei 1500 Euro, man kennt's. 150 Euro ist meiner Meinung nach für diese Kette etwas zu übertrieben. So, Freunde, das ist jetzt für Leute, die den Sommer feiern. Und zwar, Freunde, ein Dior X Jordan. Okay, also komplett abgestaubt bei Air Dior. T-Shirt. Schaut aber sehr hochwertig aus. Dicker Stoff, Kragen, auch ein einzigartiger Schnitt. Und der Farbton ist eigentlich ganz nice. Dazu noch so ein Stitching. Ist aber schon vorgenäht und dann aufgebügelt. So ähnlich sieht das für mich aus. Alter, ist das geknickt. Das ist ja nicht mehr normal. Es schaut auch nicht ganz gut verarbeitet aus, wenn es da so Wellen schlägt. Freunde, was ich bei den Klamotten stark feier ist, gebt euch mal das hier. Sind safe 320 Gramm, so wie bei uns bei M&M. So, Freunde, einmal Nahaufnahme, gebt euch mal das hier. Seht ihr diesen Effekt? Ja, das schaut nice aus. Normal, Freunde. Wow! Preislich liegen hier bei 600 Euro, was natürlich auch... Wahnsinn, 600 Euro für ein Shirt, Leute. Ordentlich viel Geld ist, aber... Ja, hier nochmal ein paar... Aber schaut schon ganz nice aus. Nahaufnahmen. Freunde, dieses T-Shirt liegt bei 1600 Euro. Wahnsinn. Kommen wir mal zu den wirklich, wirklich teuren Sachen. Das ist jetzt natürlich auch teuer, aber das, jetzt kommen wir mal zum Next Level, Freunde, vom Preis her. Let's go. So, Freunde, kommen wir zum nächsten Piece. Und zwar eine Air Dior Bag, liebe Freunde. Okay, also komplett abgestaubt bei Air Dior. Einfach alles, was geht, dort genommen, unabhängig davon, wie es aussieht. Und zwar, was ich zu der Bag sagen kann, ist, sieht meiner Meinung nach relativ gut aus. So, Freunde, wie man hier sehen kann, hat auch wirklich große Fächer. Und probieren wir das. Okay, was ist da noch drin? Das Ganze mal an, Freunde. Oder einfach nur, um das Ganze zu füllen, damit es nice ausschaut beim Unboxen. Ziehen wir das Ganze mal hier rüber. Und zwar, was... Ja, kann man machen, muss man aber nicht für den Preis. Bin gespannt, was das gekostet hat. Haltet ihr von dieser Bag? Zoom mal nochmal ran. Lieber Cameraman. Cameraman. So sieht das Ganze aus. Von der Quali her wie eine ganz normale Dior Bag, muss ich sagen. Und ja, 3000 Euro. Freunde, das war jetzt eine kleine Pause für mich. Ich bin nicht gewohnt, so viel zu reden. Naja, machen wir mal weiter, liebe Freunde. Freunde, kommen wir mal zum Dior Pulli. Freunde, hier ist der Pulli. Oh mein Gott, einfach auf Slimfit angelehnt. Ich weiß nicht, ob das mit Absicht ist oder ob er den nicht einfach viel zu klein bestellt hat. Aber könnte ich mir vorstellen, dass er mit dem Ding die Tour de France fährt. Von der Quali eigentlich relativ okay. Also, er geht einfach auf die Quali ein und schaut da aus, als hätte man ihn in den Pullover gesprengt. Den Preis, den ich euch gerade gleich nennen werde, müsste ja eigentlich eine Sitzheizung verbaut sein, aber was soll man sagen, Freunde? So, Freunde, das war schon mit dem Video. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Bro, das letzte Ding hat mich gekillt. Lasst es mich in den Kommentaren wissen, fein Teil 2. Ich habe die neueste Louis Vuitton-Kollektion natürlich auch am Start. Okay. Der wollte uns quasi anfüttern. Ja, mit dem Thumbnail, mit wo Louis Vuitton noch mit am Start war. Ich erst am 5.1. reinbekommen. Und ja, Freunde, wir sehen uns. Ciao! Lieber Denison, ich habe gerade gesehen, du hast auf mein Video reagiert. Das ist echt nicht selbstverständlich. Danke dafür. Ich habe im Video gesehen, du hast gehört, dass du Yeezys bequem findest, beziehungsweise dass du gehört hast, dass sie bequem sein sollen. Deswegen mach selber die Erfahrung. Sag mir deine Wunschgröße. Ich schicke dir ein paar zu. Wir sehen uns, Freunde. Ciao. Sorry. Sorry. Dieser Meme muss sein, Freunde. Sorry, Denison, dieser Meme muss sein. Ciao. Nice boy, come on, baby, watch it. Nice dog, big girl.
Boah, den habe ich gefeiert, den Typen von dem Meme. Ja, spannend, dürfte ein Plug sein scheinbar, wenn der Sachen auftreiben kann. I don't know, Freunde. Ich bin gespannt, was da in den Kommentaren geschrieben wird, um wen es sich da handelt. Wenn euch die Reaction gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like. Ich verlinke euch jetzt noch hier und hier ein weiteres Video von mir. Wir sehen uns dann am Freitag mit einem weiteren Video. Keine Ahnung, was ich da aus meinem kreativen Köcher herauszaubere, denn momentan bin ich ein bisschen am Struggle mit Content-Ideen. Aber deswegen gibt es ja auch den Reaction- und den Vlogging-Kanal, der unten verlinkt ist, Freunde. Wir sehen uns am Freitag hoffentlich. Das war's von mir, euer Maximilian.